Ein herzliches Grüß Gott zum heutigen GreenRoc-Produktwebinar für GreenRoc-Business-Systeme. Wie immer bei unseren Webinaren darf ich Sie recht herzlich begrüßen. Gleich zu Beginn noch eine Info: Sie sowohl die Teilnehmerliste als auch der Chatverlauf. Entschuldigung, nein, zuallererst einmal ein kurzer Soundcheck. Ich habe jetzt schon 23 Teilnehmer auf der Liste, möchte mich da noch kurz vergewissern, richtig funktioniert und ob Sie mich gut hören können und danach bitten, ob Sie mir da eventuell kurzes Feedback über das Chatfenster, das finden Sie rechts unten, Feedback läuft, lese ich da schon von so. Dann starten wir eigentlich gleich, auch gleich los. Eine kurze Verzögerung haben wir gehabt, von einer Minute. Kleines IT-Problem gehabt. Bei uns ist leider das Internet ausgefallen. Der Tag heute war zwar sehr schön, aber jetzt kommt ein bisschen ein Gewitter auf. Aber gut, starten wir durch. Gleich zu Beginn, wie immer, darf ich Sie eben im Namen von der Firma Blue Sky Energy und der sehr herzlich zu unserer heutigen Schulungsveranstaltung begrüßen. Gleich zu Beginn einige Grund die Teilnehmerliste sowie natürlich Chatverlauf sind geschützt und sind sozusagen nur für uns einsehbar. Das dient einfach zu Ihrer Privatsphäre. Fragen, die während dem Webinar auftauchen, würde ich Sie bitten, als Chatnachricht zu formulieren. Diese Funktion schon bereits wahrgenommen. Im rechten Bereich finden Sie dann sozusagen immer dieses Chatfenster, wo Sie dann Ihre Fragen entsprechend platzieren können. Ich werde sie dann entsprechend beantworten. Weiters würde ich Sie bitten, wir versuchen uns hier stetig zu verbessern und auch stetig weiterzuentwickeln und würde Sie dort demnach bitten, im Anschluss an der Umfrage teilzunehmen, beziehungsweise uns auch über das Webinar-Tool selber entsprechend Feedback zu hinterlassen. Ich sehe jetzt da noch eine Frage vom, und ich hoffe, das ist okay, dass ich da die Teilnehmer mit Vornamen anschaue. Wann geht's los? Dann noch Frage. Ich sehe oben überall, dass das läuft. Der Ton hat teilweise Aussetzer. Ich habe eigentlich eine relativ gute Internetverbindung. Der Stefan fragt eben, wann geht es? Sie können mich schon hören. Gegebenenfalls eventuell prüfen, ob der Ton aus ist, weil andere Teilnehmer verstehen. Fangen an, damit auch Sie wissen, mit wem Sie es haben. Mein Name ist Stefan Schlegel. Ich bin Vertriebsleiter bei der Firma Blue Sky Energy. Bin seit Geburtsstunde mit dabei sozusagen und bin federführend verantwortlich für die innenbetrieblichen Abläufe. Okay, jetzt muss kurz pausieren. Ich bekomme jetzt da vermehrt die Info, dass der Ton. Korrigieren. Jetzt besser verstehen, vielleicht wenn es da. Lauter. Versuche ich wieder ein bisschen lauter zu schalten. Höre nichts mehr. Keine Verbesserung. Lange Aussetzer. Auch Tonaussetzer wieder da. Ich bekomme da jetzt immer laufend Informationen, dass der Ton sehr schlecht ist. Puffergröße abzuschalten. Wenn es für Sie in Ordnung ist, versuche ich mal das Video abzuschalten. Ich denke, mich persönlich sehen. Dann sind wir nur auf Audio. Vielleicht funktioniert es dann wieder etwas besser. Ich sehe jetzt, jetzt ist die Internetverbindung wieder ein bisschen stabiler auch. Ich denke, jetzt sollte es wieder besser funktionieren. Gut. Wie gesagt, Stefan Schlegel, bin Betriebsleiter bei der Firma Blue Sky Energy.
bin federführend verantwortlich für die innerbetrieblichen Abläufe, bin allerdings auch sehr tief in der Technik drinnen, bin sehr verliebt in die Technik, sozusagen die Technik liebt mich und ich liebe die Technik, bin also auch sehr tief involviert in Weiterentwicklungen, Produktneuentwicklungen und bringe ich mich da auch immer gerne mit ein. Weiters stehe ich auch immer für technischen Support zur Seite, sei es telefonisch oder auch mal das eine oder andere Mal vor Ort bei Serviceterminen oder Unterstützungen und mache auch gleichzeitig die Schulungsthematiken, so wie heute, sei es über Webinar oder auch Live-Schulungen. Kurz zur Firma Blue Sky Energy. Wofür steht die Firma Blue Sky Energy? Wir setzen unseren Fokus ganz klar auf Sicherheit und Nachhaltigkeit und verstehen uns hier als Spezialist eben für stationäre Stromspeicherlösungen. Ganz bewusst für stationäre Stromspeicherlösungen. Für mobile Anwendungen sind wir definitiv der falsche Ansprechpartner. Wir versuchen grundsätzlich immer ganzheitliche Lösungen zu liefern, das heißt komplette Plug-and-Play-Systeme. Die Benchmark reicht hier von kleinen Kilowattstunden-Systemen bis rauf zu mehreren 100 Kilowattstunden-Systemen. Wir kooperieren auch sehr eng mit Universitäten und Forschungseinrichtungen zusammen. Zwei, die ich da immer sehr gerne namentlich auch erwähne, ist die Fachhochschule des Technikum Wien und auch die Hochschule Landshut. Und Forschungs- und Förderprojekte, an die wir da mitwirken, ist zum einen das Projekt Kalia, ist ein internationales Forschungs- und Förderprojekt mit insgesamt 8 internationalen Projektpartnern mit dabei. Geht um die Energieshifting über öffentliche Stromtransferleitungen von sonnenreichen Regionen, in diesem Fall die Türkei, bis rauf nach Deutschland, sage ich jetzt einmal sonnenärmere Regionen. Da unterstützen auch die Stadtwerke Heidelberg, Smart City Wörgl, nationales Forschungs- und Förderprojekt in Tirol, in der Stadt Wörgl, geht hierbei um Energiespeicherung in Mehrparteienhäuser und das Projekt Spin-Off, ansässig in Nähe AIT in Wien, eben auch mit dem Technikum Wien gemeinsam, wo es um den Einsatz von Speichertechnologien in öffentlichen Gebäuden geht. Wir sind derzeit knapp 20 Mitarbeiter. Wir haben jetzt seit neuestem auch ein Büro in Belgien und natürlich auch ein Büro in den USA. Wir sind grundsätzlich vorwiegend in der Dachregion tätig, sind aber, sagen wir, zu 90% Dachregion, bieten aber auch Systeme wirklich europaweit an. Das heißt, von Schottland bis runter in die Türkei, beziehungsweise auch Portugal, bis jetzt auch neu Russland und haben auch einige Systeme weltweit im Einsatz. Einige mittlerweile ist auch schon in den USA, von den Malediven, Mauritius, Afrika, einige Anlagen, was man da als komplette Inselanlagen bereits umgesetzt haben. Unternehmensgründer und auch Gesellschafter ist der Herr Hansjörg Weißkopf. Wir haben noch einen zweiten Gesellschafter, das ist der Herr Horst Wolf. Beides sehr erfahrene Unternehmer, die was schon sehr viel Erfahrung mit Unternehmensführung, mit Unternehmensgründung haben. Unsere beiden Geschäftsführer, ich denke, die Namen sind auch wohlauf bekannt. Das ist der Herr Helmut Meyer und der Herr Thomas Krause. Ansprechpartner Technik, wenn Sie mal technische Rückfragen haben, laufen die eigentlich immer entweder über einen der drei Mitarbeiter, Wolfgang Burgstaller, meine Wenigkeit und der Herr Stefan Wenninger. Und Ansprechpartner bezüglich Verkauf, natürlich der jeweilige Gebietsleiter. Wir haben da Deutschland und Österreich sehr gut abgedeckt und als internes Sprachrohr sozusagen die Frau Karina Pur. Das heißt, wenn Sie interne Anfragen bezüglich Angebotslegung oder dergleichen haben, dann laufen die meistens über die Frau Karina Pur. Wofür steht jetzt Green Rock? Green Rock, ganz klar, der Produktname, und hier kann man mit Fug und Recht behaupten, absolut der sicherste und umweltfreundlichste Stromspeicher, was weltweit derzeit am Markt vorherrscht, eben basierend auf dieser einzigartigen Salzwasserbatterietechnologie. Alle GreenRoc-Komplettsysteme sind als schlüsselfertige Speichersysteme zu verstehen. Die Benchmark reicht hier bei einem Single-System von 5 Kilowattstunden bis rauf zu 270 Kilowattstunden, immer mit einem modularen Aufbau.
Alle Systeme sind bereits Plug and Play ausgeführt. Jene Kollegen, welche eventuell auch schon die Heimspeicher von uns kennen, wissen das bereits. Die Systeme sind natürlich auch erweiterbar und auch skalierbar und mit einer 10-Jahres-Garantie ausgestattet. Sie sich da auch ein Bild darüber machen können, eben GreenVOOC-Heimspeichersysteme in diesem Boxaufbau, sage ich jetzt einmal, von 5 bis 30 Kilowattstunden und dann der GreenVOOC Business jetzt seit Beginn diesen Jahres offiziell auch verfügbar von 30 bis 270 Kilowattstunden. Salzwasserbatterietechnologie, definitiv keine neue Technologie. Im Gegenteil, gibt es seit mittlerweile fast 15 Jahren weltweit insgesamt ca. 50 Megawattstunden allein von dieser Technologie im Einsatz. Und da sind wir sehr stolz drauf, dass allein von diesen 50 Megawattstunden knapp 10% durch uns installiert wurde und auch vorzugsweise in der Dachregion zum Einsatz gekommen ist. Nur heute ein grober Überblick. Wir gehen jetzt gleich einen Schritt weiter in die Produktpräsentation. Und hier gleich vorweg, es ist eine Produktpräsentation, was sowohl für, wenn Sie schon Bestandskunde oder Partner von uns sind, werden Sie da viel Bekanntes hören. Wir haben auch sehr viele neue, sagen wir mal, Namen hier in dieser Liste, in der Teilnehmerliste. Das heißt, wir beginnen hier jetzt von der Pike auf für die Produktpräsentation und beginnen ganz zum allerersten Mal. Mal eine kurze Beschreibung über die Batterietechnologie Salzwasser. Salzwasserbatterien sind eben versiegelte Energiespeicher basierend auf diesem einzigartigen Salzwasser-Elektrolytflüssigkeit. Wenn wir von einer Batterie sprechen, meinen wir damit auch immer einen so einen kompletten Stack, wie wir ihn im Fachjargon oder intern auch nennen, einen Battery Stack mit diesen einzelnen 8 Moduleinheiten, die wir uns dann schon fix fertig vorverkabelt. Großer Vorteil dieser Technologie, ganz klar, keine giftigen Materialien, nicht ätzend, keine brennbaren, nicht explosiv. Das heißt, eine sehr sichere und umweltbewusste Technologie. Die Batterie selber ist absolut wackungsfrei und ebenfalls ein sehr großer Vorteil. Ich vergleiche es von der Intelligenz oder von der Usability-Seite her immer ganz gern mit einer Bleibatterie. Wir brauchen kein Batteriemanagementsystem. Wir haben in der Batterietechnologie selber keinerlei Elektronik. Das heißt, ganz klassisch oder auch wie bei der AA-Batterie, ich habe einen positiven, ich habe einen negativen Pol. Mehr steckt da in der Technologie selber nicht dahinter. Aufbau selber. In jedem dieser Module ist dann ein sogenanntes geschichtetes Zellenpaket. Auch da der Aufbau ähnlich wie bei anderen Batterietechnologien. Als Anode Carbon-Titanium-Phosphat, als Kathodenmaterial Mangan-Oxid, Separator eine Art Baumwoll-Vlies. Ich vergleiche das immer am besten mit einer Art Kaffeefilter und natürlich dann noch entsprechende Stromkollektoren aus Edelstahl sowie dann dieses spezielle Salzwasser-Elektrolytflüssigkeit. Erhältlich ist diese Batterietechnologie in 48 Volt, 24 und 12 Volt Varianten, wobei bei uns bei Komplettsystemen immer nur diese 48 Volt Nennspannungstopologie zum Einsatz kommt. Die Batterie selber in diesem großen Turm hat eine Speicherkapazität von 2,7 Kilowattstunden, auch 100 zu 100% nutzbar. Das heißt, wir haben eine Entladetiefe von 100%. Jetzt mag der eine oder andere sagen, hey, jetzt sagt er da 2,7 Kilowattstunden, wenn ich eben jetzt die Datenblätter von den Heimsystemen oder auch von den Business-Systemen anschaue, steht da überall 2,5 Kilowattstunden. Es hat dann eigentlich einen sehr einfachen und sehr rudimentären Background. Wenn wir jetzt sagen, wir haben ein System mit 4 Batterien und ich frage Sie jetzt, 4 Batterien, wie viel Kilowattstunden sind das? Dann geht 4 mal 2,7 nicht so leicht von der Hand, als wenn Sie einfach 4 mal 2,5 rechnen. Dies ist eigentlich der ganze Background. Tatsächlich beträgt die Speicherkapazität allerdings Batterie Standalone 2,7 Kilowattstunden. Ein Nachteil dieser Technologie, wenn man ihn, ja, kann man schon als Nachteil bezeichnen, wir sind definitiv größer und schwerer als vergleichbare Lithiumsysteme. Ein so ein Battery Stack hat ein Gewicht von 140 Kilogramm. Die Abmessungen sind circa im Footprint 30 mal 30 und einen Meter hoch. Die genauen technischen Daten finden Sie auch in den Datenblättern von den einzelnen Batteriestacks.
Zyklenfestigkeit ähnlich wie Lithium, bewegen wir uns bei 5000 Zyklen bei 80% DOD. Und auf was ich jetzt nicht eingegangen bin, speziell Kapazität. Wir verstehen uns eher als Energiespeicher und nicht als Leistungsspeicher. Auch da liegt der Unterschied in der Zellchemie selber. Das heißt, die 2,7 Kilowattstunden haben wir bei einer C-Rate von 0,15 circa. Ist auch speziell allerdings auch für stationäre Anwendungen oder auch Heimanwendungen weniger oder seltener ein Problem. Vorteile dieser Technologie ganz klar: Wir haben von Werk aus eine sehr hohe Temperaturtoleranz. Wir können Lager- und auch Betriebstemperatur von minus 5 bis plus 50 Grad realisieren. Wir haben generell eine sehr lange Lagerfähigkeit, auch bei Tief- oder Teilentladestatus. Das heißt, ich brauche keine Wartungszyklen oder dergleichen oder Refresh-Zyklen, wenn ich die Batterien längere Zeit nicht nutze oder generell einlagere. Und ebenfalls ein sehr wichtiger Punkt: kein Gefahrengut, weder bei Transport oder Lagerung. Ebenfalls ein sehr wichtiger Punkt auch: nicht entflammbar. Wir haben das einmal versuchsweise sozusagen einmal getestet und eine Batterie über 30 Minuten über offener Gasflamme sozusagen well done geröstet. Ich mag es lieber medium rare, allerdings sieht man da schon sehr gut. Die Batterie selber schmilzt natürlich der Kunststoff, allerdings die Technologie selber geht nicht in Flammen auf, entzündet sich nicht selber oder dergleichen. Natürlich haben wir auch hier den obligatorischen Anführungszeichen Nageltest durchgeführt. Auch da ein thermisches Gurtdurchgehen dieser Technologie ist nicht möglich. Wir haben das ein bisschen anders durchgeführt. Wir haben eine Schraube in einen so ein Modul reingedreht. Natürlich tritt das Salzwasserelektrolyt aus, die Flüssigkeit kommt raus, ist allerdings komplett harmlos, kann ich sogar trinken, wenn ich das möchte. Ich würde es jetzt keinem empfehlen, es schmeckt scheußlich, es schmeckt wie das Tote Meer. Wer das schon mal genossen hat, weiß auch, dass das nicht gut ist. Allerdings geht davon keine Gefahr aus. Ebenfalls wichtiger Aspekt: 100% nachhaltige Rohstoffe und Fertigungsprozesse ist einfach auch uns, für uns persönlich und auch als Unternehmen, ein sehr wichtiger Aspekt bei Energiespeichern. Ich habe Ihnen hier in den Folien zwei Links reingepackt, zwei YouTube-Links, die was ich werde jetzt während der Präsentation nicht separat herzeigen, die alle Unterlagen bekommen Sie ohnehin im Anschluss an dieses Webinar in digitaler Form zugesendet. Wir haben uns einmal den Spaß erlaubt und sozusagen auf eine Batterie mit einem Jagdgewehr geschossen. Das ist der erste Link, ist auch im lokalen Fernsehen, im österreichischen Fernsehen im ORF wiedergegeben worden. Da finden Sie auch dann unseren Geschäftsführer, an Herrn Helmut Meyer, der was sich da dann auch einmal dazu bereit erklärt hat, dieses Salzwasserelektrolyt einmal einen Schluck zu trinken. Gesagt, wer uns kennt, weiß auch, dass der Herr Meyer noch wohlauf ist und sich bester Gesundheit erfreut. Die zweite Berichterstattung ist aus einer Installation in Belgien, in einer Autowerkstatt. Beide sehr interessante Berichterstattungen. Nächste Kernkomponente in unseren Systemen sind die Batteriewechselrichter, in allen Komplettsystemen immer mit integriert. Auch diese stammen, da sieht man ganz klar und haben da eine sehr gute Partnerschaft mit dem Unternehmen Victron Energy, ebenfalls ein europäisches Unternehmen aus Holland. Seit mittlerweile auch mehr als 30 Jahren auf dem Energiesektor aktiv. Grundsätzlich haben wir drei verschiedene Wechselrichtertypen verbaut. Das ist der MultiPlus 2 3000, ist als einphasiges Gerät bis 2,4 Kilowatt kW Leistung erhältlich. Kommen eben unterschiedlich, ob Greenrock Home oder Greenrock Business, ein bis drei Stück zum Einsatz. MultiPlus 2 5000 geht dann rauf bis 4 kW einphasig. Auch da 3 bis 6 Stück, lediglich im Greenrock Business eingesetzt und derzeit in der Entwicklung. Die ersten Testsysteme konnten wir bereits begutachten. Der MultiPlus 2 10.000 bis 8 kW als einphasiges Gerät wird dann erhältlich sein ab Q4 2019 und da sind in der Regel immer 6 Stück verbaut und kommt ebenfalls nur in der Business-Variante zum Einsatz. Auch hier gleich vorweg das Thema, da steht jetzt relativ oft dabei einphasig. Großer Vorteil, oder
wenn man so will, für uns ist es ein Vorteil. Ich kann mit diesen Systemen natürlich auch einen Dreiphasenbetrieb durch drei baugleiche Geräte und entsprechender Konfiguration realisieren und habe dann auch gleichzeitig speziell im Notstrombetrieb den Vorteil, dass ich ein hundertprozentiges Drehfeld mit Phasenverschiebung realisieren kann bei gleichzeitig hundertprozentiger Schieflastfähigkeit. Die Möglichkeiten bei diesen Wigtron-Geräten sind sehr vielfältig, von der klassischen Eigenverbrauchsoptimierung mit Notstrom und Inselsysteme. Ich kann PV-Anlagen AC sowie DC koppeln, kann auch Notstromaggregate mit einbinden und vieles mehr. Die Systeme sind sehr flexibel einsetzbar. Nächster großer Punkt und nun mittlerweile seit gut, ja, möchte jetzt sagen, seit fast 1,5 Jahren schon auch im Einsatz, unser GreenRoc Energie Management System. Jetzt, wie gesagt, seit 1,5 Jahren auch im Feld und im Einsatz, bietet eben dann auch die Möglichkeit der kompletten Visualisierung und Datenerfassung des jeweiligen GreenRoc-Systems. Ganz klar online über das 100% kostenfreie GreenRoc-Portal, myGreenRoc.eu. Da gleich vorweg eine Information für Sie: Wenn Sie in den Link reingehen, können Sie auch unseren Demo-Login nutzen. Ich werde den Zugangsdaten im Zuge der Präsentationsübermittlung dann noch entsprechend zukommen lassen. Großer Vorteil von diesem Energiemanagementsystem ist, dass ich auch bereits eine Anlagenüberwachung für PV-Wechselrichter mit integrieren kann. Das heißt, ich kann PV-Wechselrichter, zum Beispiel ein Fronius Solar Edge oder einen SMA-Wechselrichter über Kommunikationsschnittstellen an dieses Energiemanagementsystem knüpfen und kann sozusagen auch die Ertragsdaten und Erzeugungsdaten aus der PV-Anlage in das Managementsystem rein konfigurieren. Wichtiger Punkt speziell für den deutschen Raum: Auch die EEG bzw. die Wirkleistungsreduzierung kann ich hier bereits dann auch mit den Wechselrichtern schon mit einbinden. Die deutschen Kollegen wissen das. Da hat man relativ oft auch die Förder- oder die Richtlinien, dass maximal 70% der maximal der KW-Peak-Leistung in das Netz als Überschuss geschoben werden dürfen und dann die PV-Wechselrichter entsprechend reduziert werden müssen. Das ist in diesem System schon alles mit inbegriffen und kann da auch realisiert werden. Das Energiemanagementsystem bietet natürlich auch die Möglichkeit, noch mehr Energie besser oder noch mehr erneuerbare Energien besser und effizienter zu nutzen. Ganz klassisch über zum Beispiel stufenlose Heizstaubeinbindungen über die Produkte der Firma MyPV. Wer diese eventuell kennt, ganz klassisch, wie es viele auch noch machen, über Thyristorsteller oder auch über Frequenzumformer. Es bietet die Möglichkeit auch der Einbindung von Funksteckdosen für zum Beispiel Waschmaschine oder Geschirrspüler, Wärmepumpeneinbindung über das sogenannte SG-Ready-Signal und jetzt sehr stark auch am Kommen, eine stufenlose Regelung für die E-Ladesäulen, für die E-Mobility. Das System ist auch sehr flexibel, was die Einbindung der Erzeugungsanlagen betrifft. Das heißt, wir können nicht nur PV-Anlagen als Erzeugungsanlage mit einbinden. Kundenspezifisch können wir auch hier Wind, Wasser, BRKW, Generator, Biomasse, Brennstoffzelle oder welche geartete Erzeugungsquelle auch immer mit einbinden und auch mit visualisieren. Information für Sie, auch sehr wichtig: Das GreenRoc Energiemanagementsystem ist auch als Standalone-Variante sozusagen beziehbar. Das heißt, wer eventuell schon eine PV-Anlage besitzt, kann auch dieses Energiemanagementsystem nur mit PV sozusagen Standalone von uns beziehen und kann damit ebenfalls schon Eigenverbrauch mit Heizstab, Funksteckdosen oder dergleichen entsprechend mit tracken und mit einbinden. Optional kommt immer optional dazu. Das ist unsere sogenannte DC-Koppelung, das heißt Einbindung einer PV-Anlage direkt auf der DC-Seite des jeweiligen Speichers ohne zusätzlichen AC-DC-Wandler, ohne zusätzlichen PV-Wechselrichter. Auch da ist das Herzstück der sogenannte Solar-Laderegler, ebenfalls aus dem Hause Wigtron, das heißt von der Leistungselektronik selber perfekt auch auf dieses System, auf die Batteriewechselrichter aufgebaut. Für diejenigen, die es nicht kennen, eine DC-Koppelung ist nichts anderes als ein Tracker, ein MPPT-Tracker, welcher direkt auf die DC-Sammelschiene des GreenRocs gekoppelt wird.
Das heißt, der zusätzliche PV-Wechselrichter entfällt und dieser sogenannte Solarladeregler bringt mir die Stringspannung von den Modulen eben auf Batteriespannung herunter. Die eigentliche Wechselrichtung findet dann direkt im Greenwalk-System mit diesen Batteriewechselrichtern statt. Einen Nachteil hat das Ganze, nämlich die Verschaltung der PV-Module bzw. der einzelnen Strings. Bei unserer DC-Kopplung müssen wir leider, und da möchte ich Ihnen jetzt keinen Floh ins Ohr setzen, aber ich sage bewusst derzeit noch auf eine maximale Leerlaufspannung von 250 Volt setzen. Das heißt, die Verstringung ist hier definitiv anders als bei Standard-PV-Wechselrichtern. Die Montage der Laderegler erfolgt grundsätzlich immer extern, nahe am Greenwalk. Maximalabstand, wenn ich es richtig im Kopf habe, beträgt 1,5 Meter. Bei der Option immer mit inkludiert ist natürlich der Laderegler selber, wie man hier auch am Bild sieht, plus die komplette Verkabelung zwischen Laderegler und Greenwalk. Und Übergabepunkt sind dann sozusagen diese NC4-Stecker am Laderegler selber. Das heißt, Überspannungsableiter, Stringschutz und dergleichen ist immer beiseits zu stellen. Greenwalk Komplettsysteme, Aufstellbedingungen. Unsere Anlagen sind alle grundsätzlich als reine Indoor-Anlagen konzipiert. Das heißt, die Aufstellung hat immer in einem Innenbereich zu erfolgen. Innenbereich ist natürlich auch sehr weitläufig. Innenbereich kann ein Keller, ein Dachboden, eine Garage sein. Da ist man natürlich sehr vielfältig unterwegs. Allerdings, wie gesagt, immer in einem entsprechenden, in einer entsprechenden Räumlichkeit. Lager- und Betriebstemperatur haben wir schon kurz erwähnt, minus 5 bis plus 50 Grad. Was immer wichtig zu erwähnen ist und was auch immer sehr viel Diskussionen aufwirft, wir müssen auf einen natürlichen Luftaustausch hinweisen. Dieser sollte 0,5 Kubikmeter pro Stunde pro installierter Kilowattstunde betragen. Auch wir haben einen flüssigen Elektrolyten in unserer Batterie drinnen und auch hier kann es sein, dass im Fehlerfall eine entsprechende Ausgasung stattfindet. Diese Ausgasung findet, die erhöhte Ausgasung findet ab 64 Volt statt. Als Background-Info, unsere Systeme sind ladetechnisch so ausgelegt und sicherheitstechnisch mit drei Schleifen, mit drei Sicherheitsstufen, dass die Spannung nie größer als 59 Volt sein kann. Das heißt, wir stellen das durch drei Sicherheitsschleifen schon über. Was passiert jetzt im Fehlerfall? Bei einer Überladung über 64 Volt haben auch wir eine erhöhte Ausgasung. Anders wie bei Bleibatterien bildet sich allerdings in unserem Fall kein Knallgas, was wieder explosiv wäre, sondern bei uns bildet sich CO. CO ist grundsätzlich schwerer wie Luft, setzt sich am Boden ab, verursacht in erster Linie mal Kopfschmerzen, Übelkeit. Nur in extremsten Situationen auch darüber hinaus. Und damit man auch hier einen Wert vor Augen hat, die Konzentration beträgt hierbei bei einem 60 kW, Entschuldigung, bei einem 10 kWh-System knapp 60 ppm. ppm ist eine Maßeinheit, Parts per Million. Ab 300 bis 400 ppm sagt man, dass da wirklich, sagen wir, Gefahr davon ausgeht. Das heißt, auch da sind die Grenzwerte sehr weit unten und wie gesagt, bei uns eben auch nur im Fehlerfall und nicht im Standardbetrieb. Weiters bei Aufstellungen von Greenwalk Home Systemen, da auch immer bitte die Größe und das Gewicht beachten. Wir sind groß, ja, wir sind schwer. So ein Battery Stack, wie man vorhin schon gehört haben, hat ein Gewicht von Kilogramm. Ist nicht zu unterschätzen. Allerdings soll man hier auch nicht gleich den Teufel an die Wand malen. Ich vergleiche das immer ganz gern, wenn ich in einen Raum reingehe. Wage ich es, in diesem Raum einen großen Esstisch mit 10 erwachsenen Personen zu stellen, dann kann ich mir auch zutrauen, dass ich ein Greenwalk-Speichersystem da reinstelle. Weiters sind für die Installation zwei Personen erforderlich, einfach auch für die Montage der Leistungsschränke. Beim Greenwalk Business auch hier bitte immer die Größe und auch das Gewicht beachten. Speziell was bei den Batteriepaletten, bei diesen Batteriemodulen, wo man dann später auch noch die Abbildung etwas sieht, die Türöffnungen und auch die Transportwege beachten, dass ich hier überall sozusagen die Komponenten.
Wohnwagen oder einem geeigneten Transportmittel sozusagen auch an den Installationsort bewegen kann. Und ebenfalls wichtig, immer einen Stapler vorrätig halten aufgrund des Gewichtes eines so einen Batteriemoduls von 1800 Kilo ist es da leider nicht mehr möglich, diese Batteriepaletten sozusagen über einen Standard-Ladebordwand von einem LKW abzuladen. Das heißt, hier ist auf alle Fälle entsprechendes Hebewerk notwendig. Aufbau selber, auch da beginnen kurz mit dem GreenVac Heimspeichersystem. Alle Heimspeichersysteme sind in der Regel gleich aufgebaut. Ich habe im unteren Bereich immer einzelne Single Battery Stacks, wie wir sie nennen, eben in der Heimspeichervariante, abhängig von der Kapazität von 2 bis maximal 12 Kilowattstunden, eben in der Range von 5 bis 30 kW. Wie wir schon gehört haben, in den Komplettsystemen skaliert auf 2,5 kW pro Batterie. Im oberen Bereich immer komplett einen vorgefertigten Leistungsschrank oder auch bei dreiphasigen Systemen Schränke. Darin mit inbegriffen immer die komplette Wechselrichtereinheit, die Batteriewechselrichter. Wir erinnern uns an die Komponenten von dieses DC Combiner Board, was sozusagen gleichzeitig auch die DC-Verteilung widerspiegelt zu den einzelnen Batterien hin. Die Batterien werden bei uns parallel geschaltet, das heißt, wir sind auf der DC-Seite immer bei einer Nennspannung von 48 Volt. Natürlich immer mit inbegriffen auch das GreenVac Energiemanagementsystem und bereits vorgefertigt werkzeuglose AC-In- und AC-Out-Anschlüsse. Das heißt, im Schrank selber hat man vielleicht eine Installationszeit von, ich würde jetzt sagen, 5 bis 10 Minuten bei Heimspeichersystemen. Bei Business sieht es nicht recht viel anders aus. Alles vorgefertigt, alles vorkonfektioniert. In der Regel kann man davon ausgehen, dass die Installation selber, abhängig natürlich von den Örtlichkeiten von so einem 10 kWh Heimspeichersystem, wie man es da jetzt am Bild sieht, bei geübter Montage knapp, würde ich jetzt sagen, 1 bis 2 Stunden dauert, natürlich abhängig von der Installation im Gebäude selber. Heimspeichersysteme ist eben die Type GreenVac Home Multigrid, erhältlich ein- sowie auch dreiphasig, je nach den Kundenanforderungen, einphasig skalierbar von 5 bis 15 Kilowattstunden, dreiphasig dann von 7,5 bis 30 kWh, sind klassisch im Netzparallelbetrieb als Eigenverbrauchsoptimierungsanlagen ausgelegt. Das heißt, Überschuss wird geladen, Netzbezug wird eben versucht entsprechend zu entladen und das Ziel von den Speichersystemen ist dann immer, den Netzzähler sozusagen auf Null zu halten. Notstrom- und Inselfunktion ist immer werkseitig integriert in allen unseren Systemen. Da noch kurz die Erklärung. Alle GreenVac-Systeme besitzen eben die Fähigkeit, ein eigenes Stromnetz zu bilden bzw. auch zu erhalten ohne Netzunterstützung. Notstrom ist die reine Versorgung aus den Batterien in meinen Verbraucherkreis. Insel ist dann eigentlich für unsere Betrachtungsweise oder unserer Definition nach die erweiterte Notstromfunktion, sprich ein PV-Wechselrichter kann sich dann auch auf dieses Notstromnetz aufsynchronisieren und steht dem Verbrauch sowie auch den Batterieladungen im Netzausfall weiter zur Verfügung. Ganz ein wichtiges Thema: GreenVac Home Multigrid-Systeme sind natürlich für den deutschen Raum VDE 4105 und für den österreichischen Raum TOR-D4 konform und zertifiziert. Mag ich Ihnen da noch eine kurze Vorschau gleich geben? Ich werde da jetzt nicht groß ins Detail reingehen. Das machen wir dann im nächsten Schulungsblock. Allerdings haben wir es auch hier jetzt schon bereits mit integriert. Dieses grobe Installationsschema, wie Systeme mit eingebunden werden, weil einfach immer ein wichtiger Aspekt für uns wichtig ist, nämlich die Trennung zwischen AC-Input und AC-Output. Und eben das GreenVac-System sozusagen dazwischen. Die entsprechenden Klemmen sind da in den Systemen schon ausgeführt. Das heißt, im Netzparallelbetrieb
ist ein sogenannter Bypass-Schalter in den Wechselrichtern selber aktiv geschaltet und alles wird sozusagen aus dem Netz oder aus dem jeweiligen PV-Kreis oder natürlich auch aus den Batterien versorgt. Lediglich im Notstromfall, und da mache ich jetzt eine kurze Zeichnung, wenn es für Sie in Ordnung ist, und zwar, das machen wir jetzt in Pink. Im Notstromfall trennen sich sozusagen der Greenrock intern, so geht's, der Greenrock sozusagen intern vom Netz, und ich habe dann lediglich jene Verbraucher, welche auf dem AC-Ausgang liegen, entsprechend auf diesem Notstromnetz weiter geschaltet. Optional eben auch immer die Möglichkeit, da eine entsprechende PV-Anlage aufzusynchronisieren lassen, eben immer in Abhängigkeit von den jeweiligen technischen Daten des jeweiligen Greenrock-Systems. Ganz ein wichtiger Punkt, die ENS, beziehungsweise auch in Deutschland eher bekannt unter NA-Schutz, ist bereits in diesen Wechselrichtern integriert. Und zwar auch hier wieder typgeprüft und zertifiziert nach VDE 4105, beziehungsweise für Österreich nach Tor D4. Nichtsdestotrotz, wir haben speziell in Österreich die Erfahrung gemacht, dass manche Netzbetreiber diesen integrierten NA-Schutz nicht akzeptieren und dennoch einen externen NA-Schutz wollen. Ich springe da jetzt noch mal eine Folie zurück. Das heißt, bitte einfach auch immer mit dem Netzbetreiber abklären, ob ein zusätzlicher externer NA-Schutz noch notwendig ist oder ob der bereits integrierte auch wirklich akzeptiert wird. Greenrock Home, technische Daten. Auch hier möchte ich Sie gar nicht belästigen. Wir haben es hier nur beispielhaft mal reingepackt, einfach um Ihnen auch zu zeigen, auf was ist ein bisschen zu achten. Die technischen Daten von allen Systemen sind immer gegliedert in sozusagen allgemeine technische Daten, was sich einmal auf Lieferumfang, auf Schutzklasse, auf Abmessungen, Gewicht beziehen. Natürlich allerdings auch auf den sozusagen eingesetzten Wechselrichtern, speziell für Förderansuchen oder dergleichen ist es immer wieder ein Thema. Anzahl Batterien und natürlich auch, jetzt lösche ich da nochmal, ja, den Zwecker, natürlich die wichtigsten Faktoren Lade- und Entladeleistung dieses Systems im Netzparallelbetrieb. Das sind einmal rein die wichtigsten Aspekte, was immer in diesem allgemeinen Teil sozusagen hinterlegt sind. Der zweite Punkt, was immer mit drinnen ist, ist dann eigentlich AC-Eingangsseite. Das heißt, wie ist der Netzanschluss von diesem AC-In ausgeführt? Auch da natürlich Betriebsspannung bis hin zu integrierter Überwachung, einzelne Zertifizierungen, Absicherung, Informationen zu den einzelnen Leistungen sind hier schon mit aufgeführt. Viel wichtiger, speziell für den Notstrombetrieb, ist dann eigentlich diese AC-Ausgangsseite, nämlich was für Lasten kann ich im Endeffekt auf diesen Notstrombetrieb sozusagen schalten. Da immer ein sehr wichtiger Punkt ist dann auch unsere Umschaltzeit, die was absolut für uns ein sehr großes, immer wieder Verkaufsargument ist. Die Umschaltung von Netz auf Notstrom geschieht bei uns innerhalb von 20 Millisekunden, sowohl von Netzparallel auf Notstrom als auch umgekehrt. Ebenfalls angeführt maximale Querschnitte, wo sich anschließen kann und dergleichen. Ebenfalls ein wichtiger Aspekt ist immer die Insel mit AC-Kopplung. Hier müssen wir limitieren. Das heißt, man kann hier nicht unendlich PV-Wechselrichter in die AC-gekoppelte Insel schicken. Auch da bitte immer die technischen Daten des jeweiligen Greenrock-Systems beachten. Bei diesem System zum Beispiel knapp 7,9 kW Peak maximale AC-Leistung, was ich da in die Insel schicken kann. Und auch natürlich ausgeführt, was ich DC-seitig maximal optional koppeln kann. Das heißt, auch hier kann ich dann entsprechend die Laderegler dafür auslegen und mich da an diese Werte halten. Weiters geht es dann eigentlich schon zu den Greenrock Business Systemen, auch eines der Hauptthemen, was uns jetzt heute, wie gesagt, beschäftigt. Auch hier die Ausführungsvariante. Greenrock Business Systeme bestehen immer auch hier aus zwei Hauptkomponenten.
Zum einen unser vorgefertigtes Batteriemodul. Jedes Batteriemodul hat 30 Kilowattstunden mit 12 einzelnen Batteriestacks, die sozusagen alle schon fixfertig vorverkabelt sind. Als Zwischenschritt bieten wir auch die Möglichkeit, ein 15 kWh Modul zu beziehen, damit ich da wirklich auch von 30 auf 45, auf 60, auf 75 kWh entsprechend in 15 Kilowattstunden Schritte das ganze System skalieren kann. In der Standardausführung sind diese Batteriepaletten nicht stapelbar ausgeführt. Wir bieten allerdings einen Mechanikbausatz an, damit ich auch die Batterie oder die einzelnen Batteriemodule sozusagen auch platzsparend übereinander stellen kann, wie man es auch hier in der Abbildung sieht, damit ich da ein bisschen platzsparender oder natürlich auch in die Höhe wachsen kann. Batteriemodule selber sind auch schon ausgestattet mit einer sogenannten Combiner-Box. Das heißt, diese Combiner-Box hat nichts anderes drinnen als wieder eine kleine Elektronik auf Leiterplattenbasis, wo sozusagen diese 12 Batterien auf der DC-Seite schon miteinander vereint, inklusive einer Überwachungseinheit, was auch jedes Batteriemodul standalone und jedes Batteriemodul für sich entsprechend überwacht. Die zweite Kernkomponente ist dann unsere GreenRoc Business Connection Box, wie man es dann nochmal löschen. Unsere GreenRoc Connection Box, wie man es auch hier in der Abbildung sieht, ist im Endeffekt das hochskalierte, der hochskalierte Leistungsschrank, wie man auch aus dem Heimspeichersystem kennt, Batteriewechselrichter, GreenRoc Energiemanagementsystem, Netzwerktopologie, komplette DC- und AC-Verkabelung ist darin schon alles fixfertig vorverkabelt und vorkonfiguriert. Auch da haben wir sehr großen Wert darauf gelegt, das Ganze weitestgehend werkzeuglos zu gestalten, sowohl der Anschluss zwischen Batteriemodul und Leistungsschrank. Da reden wir von 70 Quadrat Kabeln, muss man werkzeuglos anschließen, ohne Adernenthülse. Kabel sind natürlich immer auch mit dabei, als auch die AC-In- und AC-Out-Anschlüsse sind hier im Endeffekt alle werkzeuglos ausgeführt. Beide Komponenten zusammen bilden dann den sogenannten GreenRoc Business und werden dann letztendlich gesagt, wie es da zum Beispiel auch ist, entsprechend platziert und ähnlich auch verkabelt wie der GreenRoc Heimspeicher. GreenRoc Business Compact, mal eine Variante. GreenRoc Business Systeme sind aufgrund ihrer Größe natürlich lediglich dreiphasig ausgeführt, sind skalierbar von 30 bis 270 Kilowattstunden. Auch hier gilt wieder netzparallel als Eigenverbrauchsoptimierungsanlage und auch wie unsere Heimspeicher komplett notstrom- und inselfähig und selbstverständlich auch VDE 4105 und Tor D4 konform. Es gibt dann noch in weiterer Folge den GreenRoc Business Grande. Grande hat dann noch größere Wechselrichter mit inkludiert und auch nicht mehr diese Multi-Plus-2-Geräte, sondern da sprechen wir schon von den Quattro-Geräten. Ist jetzt gesagt reine Inselsysteme ausgeführt, weil diese Grande-Systeme noch nicht VDE 4105 und Tor D4 konform sind. Haben wir auch jetzt hier in der Schulung selber bewusst auch eher außen vor gelassen, weil wir uns da jetzt im deutschsprachigen Raum eher in der Dachregion bewegen und durch das derzeit eher im internationalen Verkauf, im internationalen Vertrieb Fuß gefasst hat, wo es zum Beispiel rein nur um Inselsysteme in Afrika oder jetzt auch in der Dominikanischen Republik geht. Sind dann entsprechend potente Anlagen auch erst skalierbar von 180 bis 270 Kilowattstunden. Gebäudeintegration im Grunde auch hier baugleich, wie es bei den Heimspeichern ist. Das heißt, wer von Ihnen bereits ein Heimspeichersystem installiert hat, ein GreenRoc Heimspeichersystem, kennt das Ganze, die ganze Thematik schon. Auch hier wieder die Trennung zwischen AC-Input und AC-Output. Auch hier wieder die Trennung eben für diesen sogenannten Notstromkreis auf dem AC-Output. Auch da immer die Möglichkeit, dass ich sozusagen eine PV-Anlage aufsynchronisieren lassen kann. Auch da wieder kommt dann auf der nächsten Folie die Notwendigkeit, ist die
der NA-Schutz bzw. die ENS schon in den Wechselrichtern selbst integriert. Auch hier wieder bei allen Varianten typgeprüft und zertifiziert. Allerdings empfehlen wir auch hier immer bitte mit dem zuständigen Netzbetreiber in Sprache zu halten. Eben auch hier nochmal grafisch dargestellt, zwei Kopplerrelais und der entsprechende NA-Schutz ist da schon bauseits sozusagen integriert. Auch hier zu den technischen Daten, da gibt es jetzt bedeutend mehr Systeme. Ich beginne da jetzt bei den Grunddaten vom einzelnen Batteriemodul. Das heißt, das sind rein nur die technischen Daten vom Batteriemodul Standalone mit den entsprechenden Bestellnummern und auch Bezeichnungen und Typennummern. Wie ist das System aufgebaut? Die Lade- und Entladeleistungen beziehen sich hier rein nur auf dieses eine Batteriemodul, genauso wie die einzelnen Spannungen und Maximalstrom. Was hier, sage ich mal, die wichtigsten Aspekte sind, sind immer die Abmessungen und das Gewicht. Das heißt, Abmessungen im Footprint 1,40 m mal aufgerundet jetzt 1,10 m, dies einfach immer bei den Transportwegen bitte entsprechend berücksichtigen. Weiters geht es dann weiter, da hat es mir jetzt ein bisschen was überblendet, zu der Produktmatrix. Das heißt, diese Matrix, die finden Sie auch in den technischen, entsprechenden technischen Dokumenten zum Greenbook Business und bietet für Sie sozusagen gleich die Möglichkeit, wenn Sie schon ein Gefühl dafür haben, okay, ich brauche jetzt ein 90 Kilowattstunden System, können Sie hier die entsprechende Kapazität entnehmen und sagen dann, okay, ich brauche 90 Kilowattstunden System. Welche Varianten stehen wir hier zur Verfügung? Das sind die beiden Varianten. Mit diesen Bestellnummern sozusagen und Typenbezeichnungen können Sie im Endeffekt sofort theoretisch eine Anfrage starten oder das System bestellen, haben aber auch gleichzeitig noch die Möglichkeit, die Referenz zur jeweiligen Connectionbox herzustellen. Wir nehmen jetzt das Beispiel, Sie brauchen das größere System mit der 0023 mit diesen 3x5000er Wechselrichtern und können dann sozusagen auch gleich in den Folgeseiten die technischen Daten des jeweiligen Systems sich ansehen von der Connectionbox selber. Das heißt, weiter geht's mit den Daten der Connectionbox, auch hier wieder differenziert zwischen allgemeine Daten und Detaildaten. Das heißt, von der Connectionbox selber haben Sie dann die entsprechende Referenznummer, können hier auf den verbauten Wechselrichter referenzieren, sehen auch hier nochmal die mögliche Kapazität, was ich mit diesem Connectionbox realisieren kann. Wir waren vorher auf diesen 60 kW. Entschuldigung, das ist jetzt die falsche Connectionbox. Das muss ich dann nochmal löschen. Wir brauchen 60 kWh, entschließen uns für diese Connectionbox mit der Nummer 2101. Entschuldigung, es war jetzt von mir im Eifer des Gefechts. Finden dann in den technischen Daten der Connectionbox, die auch hier die Nummer 2101 sozusagen und können dann da auf die entsprechenden Gewichte, Abmessungen und dergleichen dann auch gut referenzieren. Auch hier finden wir wieder die Differenzierung dann mit AC-Eingangsseite und natürlich auch Notstromanschluss, Insel mit AC-Kopplung, was hier maximal möglich ist, und dann die entsprechenden Insel mit DC-Kopplungen. Ganz wichtig, speziell die Daten von den Betriebsströmen und Betriebsleistungen sind nicht die tatsächlich möglichen Leistungen. Diese Daten beziehen sich, weil es für die Netzbetreiber immer wichtig ist, welcher Umrichter, was kann jetzt in der Theorie der Umrichter? PV-Monteure kennen das schon, auch wenn ich einen 10 kW Umrichter habe, einen 10 kW Fronius zum Beispiel, allerdings nur 5 kW Peak-Module anschließe, für den Netzbetreiber letztendlich ausschlaggebend ist die Umrichterleistung und nicht die tatsächliche Modulleistung. Das heißt, für jedes dieser Systeme, und wir erinnern uns auch noch an die Nummer 00401, auch das kreise ich jetzt extra nochmal pink ein, an diese 00401 als Komplettsystem,
Hier habe ich dann sozusagen die ähnliche Leistungsmatrix und auch da habe ich wieder die Referenzierung zum Komplettsystem und kann dann hier nochmal entsprechend die Leistungen für den Netzparallelbetrieb laden, entladen, die maximale Entladeleistung im Notstrom, beziehungsweise natürlich auch die mögliche Inselkoppelung mit Anzahl an MPP-Trackern entsprechend abfragen. So sind auch hier die technischen Daten entsprechend aufgebaut und sehr leicht referenzierbar. Wichtig für Sie sind hauptsächlich da immer die Nummern, Bestellnummer bzw. Typenbezeichnung, Typennummer. Mit diesen können Sie da sehr einfach auf die einzelnen Komponenten im Detail auch referenzieren. Bei allen Varianten bieten wir natürlich auch entsprechende Optionen mit an. Auch die haben wir jetzt hier mal ein bisschen mit aufgeführt. Ganz klar, wie ich schon erwähnt habe, die DC-Koppelung ist sowohl für GreenLock-Heimspeicher als auch für Business-Systeme möglich. Auch da finden Sie die technischen Daten ohnehin in unseren Unterlagen. Batterieverkleidungen ist immer eine Option für GreenLock-Heimspeichersystemen. Anbindung Notstromaggregate, GreenLock Home sowie Business, stapelbares Batteriemodul natürlich nur für den GreenLock Business. Weiters eben diese Vielzahl an EMS-Funktionen, sei es Ladewall, Funksteckdosen, stufenlosen Heizstab-Einbindung und dergleichen, sind sowohl für Heim- als auch Business-Systeme möglich. Ebenfalls eine wichtige Information. Größere Systeme, wir erinnern uns, GreenLock Business Systeme können bis zu 270 Kilowattstunden raufskaliert werden. Auch da können wir darüber hinausgehen mit einem sogenannten Master Slave Prinzip. Das heißt, ich kann auch zwei GreenLock Business Systeme a 270 kWh sozusagen in einem virtuellen Verbund miteinander verknüpfen und durch das, dass die entsprechend raufskalieren, bis zu vier solcher Systeme sind wir derzeit in der Lage, dass man miteinander verknüpfen und auch hier dann mit dem GreenLock Business sozusagen bis rauf noch ein Megawatt, bisschen über 1 Megawattstunde sozusagen auch skalieren können. Und weiters bieten wir natürlich auch immer die Möglichkeit, kundenspezifische Projekte umzusetzen. Das heißt, sollte weder GreenLock Home noch GreenLock Business für Sie jetzt ein greifbares oder ein mögliches Produkt sein, bietet man da auch die Möglichkeit an, kundenspezifisch für Sie anzubieten. Um Ihnen auch ein bisschen einen Einblick über Referenzen zu gewähren, um nur einige zu zeigen, haben wir da mal ein paar Referenzen eingebaut. Muss jetzt fairerweise sagen, die sind jetzt leider nicht mehr auf den aktuellsten Stand. Wer unsere Geschichte etwas verfolgt hat, weiß, dass wir jetzt seit Beginn 2019 mit den Business-Systemen gestartet sind. Das System, was einem Business-System noch am ähnlichsten kommt, sind die Anlagen in der Steiermark, eben wie man es dann auch, wenn Sie sich die Videos dann anschauen, da auch sehen werden. System in Steyr in Oberösterreich mit knapp 72 Kilowattstunden. Wir haben da nur 30 kWh System an einer schwedischen Schule. Die Firma Gantner in Vorarlberg eher mit einem Heimspeicher. Letztes System in Umawa, eine reine Inselanlage, allerdings auch im kleineren Maßstab. Wir haben das Ganze auch ein bisschen textlich einmal niedergeschrieben, was das eigentlich für einzelne Systeme sind. Eben auch die Autowerkstatt in Belgien, wo auch das Video in den Unterlagen dann entsprechend zu finden ist. Gehe jetzt noch nicht sehr im Detail durch. Die Unterlagen bekommen Sie ohnehin dann in digitaler Form. Ebenfalls auch die große Referenz, wie es hier zum Beispiel ist mit diesen 270 Kilowattstunden Systemen. Wir sind gerade momentan dabei, unsere kompletten Referenzen zu überarbeiten. Ich habe da jetzt ein bisschen die Referenzen rein von diesem Jahr etwas noch eingebettet. Wir haben allein im Q1 2000 oder seit Q1 2019 unter anderem 5 Referenzanlagen mit GreenLock Business Systemen durchgeführt, zwischen 105 und 30 Kilowattstunden, zwei in Deutschland mit 30 und 60, eins in Niederlande mit 90 kWh, Russland jetzt ist letzte Woche in Betrieb genommen oder nächste Woche geht es in Betrieb, ist knapp vor 1,5, 2 Wochen geliefert worden und derzeit im Aufbau ein 105 kWh System für die Dominikanische Republik.
ist kurz vor Auslieferung, speziell das Projekt für die Dominikanische Republik, sehr spannend, weil du auch das ganze System vom Endkunden selber dann in einen 20-Fuß-Schiffscontainer verbaut wird. Weiters haben wir dieses Jahr auch zwei kundenspezifische oder drei kundenspezifische Systeme an den sozusagen an den Green Rocker bringen können. Ein 100 kWh System, sozusagen als kundenspezifisch ausgeführt in der Schweiz an einer Schule, und zwei kundenspezifische Green Rock Systeme mit jeweils 60 kWh. Auch diese sind sehr spannend, weil die haben zum 35 bis 50 kW Peak PV-Leistung auch, also schon sehr potente Systeme, was wir da dieses Jahr umsetzen dürfen haben. War sehr spannende Zeit momentan. Weiters, was haben wir in den letzten Zeit, in den letzten Wochen so ein bisschen verbessert? Ganz klar bei den Heimspeichersystemen, unser Combiner Board. Wer eventuell ältere Anlagen von uns kennt, weiß, dass man früher diese DC-Verteilung noch klassisch über Kupferschienen gemacht haben. Das ist jetzt alles auf Leiterplattenbasis, bedeutend stabiler, bedeutend auch eleganter und optisch ansprechender und auch nachhaltiger, was die Überwachung betrifft. Ebenfalls, wer es von älteren Systemen noch kennt, früher AC-Anschlüsse mit Schraubklemme, jetzt komplett werkzeuglos ausgeführt. Ganz klar, dieses Jahr neu hinzugekommen in die Produktfamilie der Greenock Business, was wir jetzt schon einiges erklärt haben, und auch für Stack-Stand-Alone-Anwendungen. Auch da verwehren wir uns nicht, wenn Sie mal ein Thema haben und sozusagen rein nur die Batterien haben wollen, bieten wir auch dieses Combiner-Board als Combiner-Box an. Das heißt, die komplette DC-Absicherung mit Überwachung für bis zu 12 Stacks ist in dieser Combiner-Box schon alles integriert. Sie können dort direkt mit Wechselrichtern, sei es Beispiel SMA, Sunny Island oder natürlich auch Victron, Studer, amerikanischer Markt, Outback sehr beliebt, oder diverse chinesische Hersteller können dort direkt schon drauf gekoppelt werden. Derzeit arbeiten wir sehr verstärkt daran, unser GreenOak Energiemanagementsystem zu verbessern. Speziell derzeit binden wir PV-Wechselrichter, Fronius zum Beispiel, über einen RS-485-Bus ein. Das möchte man gerne ändern auf LAN-Basis, das heißt, dass man da vermehrt auf Netzwerkkommunikation setzen. Wird derzeit sehr stark forciert und wird auch demnächst die erste Version ausgerollt, wo zumindest zum Beispiel SMA-Wechselrichter und auch Kostal-Wechselrichter über das Netzwerk ausgelesen werden können und bringen auch nach und nach verbesserte Funktionalität rein. Jetzt zum Beispiel auch neu hinzugekommen bei den MyPV-Produkten. Bis vor kurzem haben wir nur die AC11e sozusagen rein integrieren können. Jetzt ist auch der AC-Tor mit hinzugekommen. Und ebenfalls für so Stack-Standalone-Anwendungen arbeiteten wir gerade auch an einer Kompatibilitätsliste. Das heißt, damit man eben auch die Kompatibilität, hundertprozentige Kompatibilität zu SMA, Studer, Outback oder eben auch andere Wechselrichter, die was sehr populär am Markt sind, so mit unseren Stacks sozusagen mit bewerkstelligen können. Gut, damit wären wir euch für diesen Part Produktpräsentation auch schon am Ende. Es folgt gleich für Sie zur Information nächste Woche ja dann noch das Detailwebinar für den Business-Speicher an sich, das heißt Aufbau, Montage. Wir werden dann auch die Anschlussschemen nochmal im Detail durchgehen. Möchte Sie da ganz gern recht herzlich auch dazu einladen, dass Sie auch da wieder entsprechend mit dabei sind. Würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen Namen auch hier wieder sehen kann. Ich werde jetzt noch auf die Chatfragen, auf die einzelnen Chatfragen im Detail eingehen. Werde auch hier nie Ihren ganzen Namen sagen. Ich hoffe, es ist okay für Sie. Ich biete immer gerne das Du an. Also bitte auch, ich bin der Stefan und ich werde auch Sie da namentlich beim Vornamen nennen. Gut, wo gehen die Fragen an? Jetzt geht's besser. Ton. Da Michael fragt, welche Abmessungen hat so ein Stack? Ein einzelner Stack hat die Abmessung knapp 32 cm mal 32 cm im Footprint und knapp einen Meter hoch. Der Maxine fragt, einbauen nur im Innenraum? Ja, das ist korrekt. Wir sind reine Indoor-Garagen. Indoor-Garagen, bin ich gleich auf die nächste Frage rein. Indoor-Anlagen.
wobei es natürlich auch in einer Garage geht. Wichtig ist, dass ich eben gemäß der entsprechenden IP-Klasse die Räumlichkeit da einhalte. Steht auch bei uns in den technischen Daten drinnen und natürlich auch der Temperaturbereich entsprechend eingehalten wird. Ein anonymer Teilnehmer fragt auch, geht der Quattro auch? Für alle zur Info, Quattro-Geräte ist eine spezielle Ausführung dieser Victron-Wechselrichter. Nein, geht nicht. Die Quattro-Geräte sind auch die einzigen, die was auch in diesem Greenwalk Business Grande verbaut sind. Quattro-Geräte gehen einfach aufgrund dessen nicht, weil sie eigentlich nicht netzkonform sind, gemäß der TOR-D4 oder der VDI 4105. Norbert, ein bekanntes Gesicht, fragt, Container aber draußen? Ja, das ist möglich, wobei natürlich, wir arbeiten derzeit auch daran, dass wir werkseitig einen Container auch anbieten können, der was den Anforderungen gerecht wird. Container kann ich auch draußen hinstellen. Ich muss allerdings auch hier darauf achten, dass ich natürlich speziell, wenn die Sonne drauf knallt oder im Winter entsprechend da entgegenwirke und den Temperaturbereich einhalte. Der David fragt noch, DC-Überspannungsableiter nach jedem MPP-Tracker bei der DC-Einbindung? Ja, ist so umzusetzen. Das heißt, bei jedem MPP-Tracker brauche ich auch einen entsprechenden Überspannungsableiter. Der Gerhard sagt jetzt noch, schreibt jetzt noch aus der Erfahrung heraus, gestern 7,5 kWh installiert, Transport und Einbringung 2 Mann, 2 Stunden, für Aufstellung, Daten, Zählerplatz, weitere 8 Stunden 1 Mann, so lange dauert es halt. Wie gesagt, ganz klar, eben die Aufstellung vom System selber, trotz dem Gewicht und der Größe, 2 Stunden, finde ich jetzt grundsätzlich für die Größe und für die Systembauart nicht schlecht. Die komplette Installation im Gebäude mit 8 Stunden, muss ich jetzt fairerweise sagen, dürfte dann nicht so eine einfache Installation gewesen sein. Aber wie gesagt, es hängt natürlich immer von den Örtlichkeiten ab. Wenn jetzt der Hauptverteiler sehr weit entfernt ist vom System selber, dann geht das Ganze natürlich zügiger, haben wir sie auch gesehen. Der anonyme Teilnehmer, können Sie den Wirkungsgrad der Batterie angeben, abhängig von dem Lade-Entladestrom? Ja, ist bei den technischen Daten von den Stacks Standalone entsprechend angeführt. Der Michael fragt jetzt noch, hat ein Stack nur 30x30x100 oder 45x45x90? Der Stack selber hat eine Abmessung von 30x30 im Footprint. In der Greenwalk Heimspeichervariante können wir da ein bisschen raufgehen, weil ja auch die Verkleidungen rundum noch platziert werden und da sollte man dann mit 45x45 cm rechnen. Der Kurt fragt noch, ich habe später zugeschaltet, ist schon etwas zu Kosten gesagt worden? Nein, wir verzichten auch bewusst bei Webinaren über Kosten zu sprechen. Wenn hier Interesse besteht, bitte gerne an unsere office@bluesky-Adresse wenden, zu finden auf unserer Homepage, beziehungsweise Sie haben ja auch direkt eine Einladung für dieses Webinar erhalten. Dann bitte da gerne wenden, da können wir gerne über Kosten sprechen. Bei Webinaren versuchen wir es bewusst außen vorzuhalten. Dimitros fragt, Hybridanlagen auch weiter verfügbar? Nein, in dem Status, wie Sie sie vermutlich noch kennen, mit diesem Steckerwechselrichter werden sie definitiv aufgelassen aufgrund der Funktionalität. Wir haben ein Hybridsystem schon mit dabei gehabt, allerdings mit dem Thema nicht Notstrom, nicht inselfähig und vor allem nur ein MPP-Tracker. Wir arbeiten bereits bei einem Nachfolgersystem, auch hier kann ich jetzt keine terminliche Schiene nennen, allerdings aller Voraussicht nach können wir hier mit Anfang nächsten Jahres ein System anbieten, was zum einen zwei MPP-Tracker hat, bei normaler Stringspannung, Notstrom und inselfähig ist und ich bis zu 10 kW Peak PV koppeln kann. Was passiert bei weniger als minus 5 Grad, fragt der Ralf. Grundsätzlich Verlust der Garantie. Wir tracken die Umgebungstemperatur natürlich mit.
Das Risiko besteht ab minus 5 Grad, dass sich das Elektrolyt und die Komponenten darin zu stark ausdehnen und dann das System einen entsprechenden Schaden nimmt. Wir haben natürlich eine entsprechende Sicherheit einkalkuliert, das heißt, ab minus 5 Grad passiert noch nichts. Gefährlich wird es wirklich ab minus 11, minus 12 Grad. Haben wir allerdings da eben nur Sicherheit mit minus 5 Grad spezifiziert. Welche Abmessungen hat die Anschlussbox für ein dreiphasiges System mit 20 kW? Habe ich jetzt nicht auswendig im Kopf. Bei einem dreiphasigen System, Heimspeicher, habe ich immer zwei Leistungsschränke. Jeder Leistungsschrank hat eine Höhe, wenn ich es richtig im Kopf habe, 90 hoch, 90 breit, 45 tief. Das Ganze mal zwei ist allerdings auch eben in unseren technischen Daten zu finden. Der Daniel fragt noch, über wen kann ich den GreenWalk-Speicher als Installateurplaner beziehen? Ganz klar, über uns. Gerne mit uns Kontakt aufnehmen, je nach Region. Kann man dann auch den Kontakt zu einem jeweiligen Vertriebsmitarbeiter, der was für diese Region zuständig ist, und da dann gerne Anfragen starten, und die sind immer für Gespräche bereit. Hubert bedankt sich noch für die tolle Präsentation und sagt bis nächste Woche. Dankeschön. Der Michael fragt noch, kann ein 20 kWh-System später nach einem Jahr auf 30 kWh erweitert werden? Wir haben es derzeit auf ein Jahr beschränkt, diese Nachrüstung. Darüber hinaus muss man sich einfach vom Nutzen her anschauen, wie ist das System bereits genutzt worden. Das heißt, auch da bieten wir die Möglichkeit an, da kundenspezifisch da was anbieten zu können. Da muss man sich halt wirklich den Energiedurchsatz über dieses eine Jahr schon anschauen, ob das nur möglich ist oder nicht. Der Josef fragt noch, warum erzeugen große Batteriehersteller wie zum Beispiel Varta keine Batterien auf Salzwasserbasis? Da habe ich ehrlich gesagt auch keine Antwort dafür. Wie gesagt, da müssen Sie bei Varta nachfragen. Michael fragt noch, Kompatibilität mit LG-Wechselrichtern. Müsst ihr jetzt nur kurz spezifizieren, für die Batterien oder als PV-Wechselrichter? Und der Josef fragt noch, ist euer Produkt generell mit den Metall-Hybrid-Batterien konkurrenzfähig? Metall-Hybrid-Batterien sagt mir jetzt ehrlich gesagt nichts, können Sie gern vielleicht auch noch spezifische Fragen. Michael fragt noch, zurück zum LG-Wechselrichter als PV-Wechselrichter. LG glaube ich jetzt, dass nicht gelistet ist. Also nur einige zu nennen: Fronius, SMA, Kostal, Carco, Sungrow, Solar Edge natürlich. Ich habe jetzt selber nicht alle im Kopf, aber LG muss ich ehrlich gestehen, glaube ich, muss ich passen, sind nicht mit drinnen. Gut. Ich denke, das war es jetzt auch Lithium-Metall-Hybrid-Batterien. Konkurrenzfähig. Ja, der Josef hat jetzt seine Frage noch spezifiziert: Lithium-Metall-Hybrid-Batterien, Lithium-Batterien. Jein. Jede Batterietechnologie hat seine Vorteile, hat seine Schwächen, hat seine Nachteile, hat sein bestes Einsatzgebiet. Einen hundertprozentigen Vergleich kann ich im Endeffekt nie machen. Grundsätzlich traue ich wir oder trauen wir uns zu behaupten, ja, unsere Batterien sind definitiv ein Konkurrenzprodukt. Allerdings hängt es natürlich immer vom Anwendungsfall ab. Speziell Lithium-Batterien haben den Vorteil, sie können sehr hohe Leistungen abrufen. Das ist bei uns definitiv nicht der Fall. Das heißt, deswegen auch da immer der Verweis, wir sind Energiespeicher und kein Leistungsspeicher. Andreas fragt jetzt noch ganz klar, Lieferzeit, diese Frage, die habe ich schon vermisst, 10 bis 12 Wochen, ist da Besserung in Sicht? Ja, definitiv, hier ist Besserung in Sicht. Wir sind da mit unserem Batteriehersteller auch sehr eng in Verbindung, haben auch im Juli wieder Besprechung sowohl bei uns in Vöcklermarkt als auch eine Reise nach China geplant, wo wir da entsprechend Produktionskapazitäten auch für die Batterien aufbauen. Limitierender Faktor derzeit, sage ich ganz klar dazu, sind die Batterien an sich. Vorteil für uns momentan ist ein bisschen, dass wir jetzt eine sehr gute Zeit und sehr gute Phase haben, unsere Produktionskapazitäten hier in Vöcklermarkt aufzubauen,
und entsprechend dann für Lieferzeiten von 2 bis 3 Wochen aufzubauen, wenn nicht sogar noch kürzer. Also hier definitiv. Gut, ich denke, das waren jetzt wirklich alle Fragen. In diesem Sinne darf ich mich bei Ihnen allen nochmal sehr herzlich bedanken für die Teilnahme, für das Interesse an unseren Produkten. Würde mich, wie gesagt, freuen, wenn ich nächste Woche den einen oder anderen Namen auch wieder lese. Da geht es, wie gesagt, dann ein bisschen mehr Detail in die Technik, speziell lediglich auf Business-Speicher. Also für Kollegen, was sich jetzt für Heimspeicher interessieren, bitte nächste Woche geht es wirklich rein nur um Aufbau GreenMog Business-Speicher. In diesem Sinne darf ich Sie nun in, so hoffe ich, für Sie den wohlverdienten Feierabend entlassen. In der Zwischenzeit ist die Sonne komplett weg bei uns und hat in Regen übergeschwenkt. Naja, nichtsdestotrotz, Feierabend ist Feierabend, sage ich immer so schön. Und wünsche Ihnen in diesem Sinne noch einen schönen Abend und freue mich schon auf nächste Woche. Danke für Ihre Teilnahme und schönen Abend noch. Danke. Wiedersehen.